Hallo und herzlich willkommen bei Familienprepper. Ich möchte heute noch mal ein kurzes Video machen zum Thema Prepping-Einstieg und euch noch mal so einen kleinen Einkauf, der um die 10 Euro gelegen hat, zeigen. Fangen wir heute an mit dem Thema Medikamentenvorrat. Das ist nämlich ein Punkt, der manchmal sehr oft vergessen wird. Also bei vielen Preppern steht der relativ weit hinten, sage ich mal. Wobei ich halt persönlich der Meinung bin, dass das mit einer der ersten drei Pfeiler ist, die man im Prepping-Aufbau beachten sollte. Das sind halt einmal Nahrungsmittel. Dann kommen halt die Getränke dazu, beziehungsweise der Wasservorrat. Und dann sollten eigentlich auch schon die Medikamente kommen. Die sind sogar fast noch wichtiger als Hygieneartikel. Das ist halt meine persönliche Einschätzung. Wie gesagt, jeder hat da seine eigenen, anderen Ansichten. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Das waren jetzt insgesamt wieder so knapp an die 10 Euro, die ich ausgegeben habe. Zum einen haben wir hier, das ist von Ratiopharm Loperamid. Das ist ein Medikament, was vergleichbar ist mit, wie heißt das? Imodium Acut. Ja, also ist ein Medikament, was halt gegen Durchfall ist. Für Kinder ab 12 geeignet. Dann haben wir nochmal so ein Set Pflaster geholt. Zähle ich jetzt mal mit zu Medikamenten. Genau wie ein Erste-Hilfe-Kasten und so weiter. Das sollte schon mit dabei sein. Dann habe ich mir noch geholt einmal Judit 100. Dazu muss ich sagen, das erkläre ich in einem anderen Video nochmal, warum ich doch die 100er dazu geholt habe. Da werde ich also nochmal separat ein Video zu machen, zu halt den verschiedensten Szenarien, auf die ich mich quasi vorbereite und was welchen Aspekt dabei hat oder warum ich welches Produkt, welches Präparat auch immer jetzt dafür geholt habe. Und auch wieder zugegriffen beim Thema Paracetamol. Die kriegt man immer wieder relativ günstig im Angeboten, gerade bei diesen größeren Ketten. Und wir waren jetzt, wie gesagt, summa summarum bei ungefähr wieder 10 Euro, plus minus immer. Bei Preisen, gerade in Apotheken, ist es immer ein bisschen unterschiedlich. In der einen Apotheke kostet das Paracetamol 1,99 Euro, in der anderen kriege ich es für 1,19 Euro, wenn es im Angebot ist. Da muss man halt immer gucken, einfach ein bisschen die Augen offen halten, wenn man sieht, ah, okay, Apotheke XY hat jetzt dann ein Medikament, was frei verkäuflich ist, im Angebot, dann gerne mal zuschlagen. Das Einzige, was ist, die meisten Apotheken geben euch Paracetamol bzw. Ibuprofen und andere Schmerzmittel nur eine Packung mit. Mehr dürfen sie euch angeblich nicht verkaufen. Dann geht man halt einen Tag später nochmal hin und holt sich bei einem anderen Apotheker ein Paket oder wie auch immer. Das sollte einen nicht aufhalten, da einen entsprechenden Vorrat sich anzulegen. Ja, das war jetzt das Thema wieder Prepping-Einstieg, Medikamente. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Über weitere Abonnenten freue ich mich natürlich auch. Fragen, Tipps, Anregungen, Kommentare, alles unten reinschreiben. Seid vorbereitet, euer Familienprepper.